Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen bei unserer Rateshow mit Günther Leiner, Eva-Maria Marold, Geri Seidel, Rudi Schöller und Viktor Gernot. Tag der Liebe ist heute, oder? Ja, was ist? Harte Liebe? Tag der Liebe. Tag der Liebe. Es ist tatsächlich. Es hat mit Liebe zu tun, unser Sendungsthema. Nein. Ja, aber es heißt Liebe dein Haustiertag. Ah. Okay. Der Haustier. Ja. Ja, sehr gut, weil sonst kommen wir nicht rein. Der Haustier. Ja. Also, erstes Wortspiel. Entschuldigung. Fensterhaustier. Ja, super. Ah. Liebe meine Haustier. Ja, nein, habt ihr Haustier? Wer hat Haustiere von euch? Ja. Du hattest? Leider nicht mehr. Nicht mehr. Meine Liebe zum Haustier endet bei der Haustier. Da geht's dahin. Nein, ihr hättet so heute eure Haustiere mitnehmen können. Und Platz! Ich hab dir gesagt, du sollst zurück sein. Aus! Gut. Das war ein Mörder-Gag. Der war super. Besser als Haustier? Nein, nicht so gut. Brauchen wir eine Frage auch? Nein. Für uns nicht, aber du willst immer Fragen stellen. Ich stelle gerne Fragen. Bei Tieren? Das ist doch genau, das heißt doch, ein Wurf bei Katzen und Hunden ist ein Wurf, ne? wenn sie junge Katzen und Hunde zur Welt bringen. Was ist ein Opferwurf? Ein Opferwurf, ja. Das ist, wenn man eine Tiersammlung gibt, also für Tiere, wenn man für Tiere sammelt, vier Pfoten sammelt, irgendwas herum. Und dann machst du einen Opferwurf. Dann Spendengelder ist praktisch der Opferwurf. Okay, alles klar. Also eine Spende fürs Tierheim, für Pfoten, aber es kann natürlich auch für Ärzte ohne Grenzen sein. Das ist kein Opferwurf, nein. Ja. Vielleicht ist es, wenn der Hund ein Baby kriegt und das Herrl ist ein Rapper. Dann rappt er, du bist hier geboren und ich könnte schworen, du denkst, du bist Opfer, aber ich weiß, du bist ein Opfer. Großartig! Aus dem Ärmel geschüttelt? Ja. Mit hochgekrempelten Ärmeln hat er das rausgeschüttelt. Das ist wirklich großartig. Bitte nimm dir ein Goodie. Das hast du dir versetzt. Coronavirus. Aber stimmt, glaube ich, nicht, gell? Naja. Aber es ist ein Opferwurf. Ich stelle mir vor, Schlagball werfen. Ja. Und ich glaube, Schlagball werfen, das ist ja keine olympische Disziplin. Ich glaube, das haben wir noch vom Turnvater Jan oder von, ich weiß nicht, vom SA-Turnen. Ich weiß es nicht. Schlagball werfen. Traumatische Erinnerungen, obwohl ich ganz gut geworfen habe als Schüler damals in den frühen 70er Jahren. Aber ich glaube. Hat es da schon Bälle gegeben? Ja, Schlagbälle. Und ich glaube, das haben sich immer die vorgedrängt oder haben aufgezeigt, die gewusst haben, ich hau den schon einmal aus. Nicht? Und dann gab es so die Opfer, die beim Fußball immer als Letzter gewählt worden sind. Ah. Ja, die mit, wie man sagt, die nicht mit Würfeln, aber nicht mit Bällen aufgewachsen sind. Mhm, und wieso schauen jetzt alle auf den Oliver? Eigentlich haben wir einer geschaut. Geht's schon wieder gegen mich? Wenn 32. Fass den Viktor. Los, fass ihn. Ja, braver Hund. Eigentlich, du, da waren Oliver. 32 Kinder dort. Lass mich weiter. 32 Kinder. Damals alle schwarze Sporthose, weißes Leiberl. Und du warst der Letzte, der geworfen hat. Und der Ball ist bei dir nach 1,5 Metern nicht hinuntergefallen, sondern hinuntergekullert. Mhm. Und das war dann der Opferwurf. Fast. Großartige Antwort. Den Anfang der Geschichte vergessen. Ja, aber hauptsache das Ende hast du gemerkt. Ja. Ja, Geri, was ist denn der Opferwurf? Los, komm. Soll ich es schon sagen? Ja, sag. Okay, sag. Es gibt ja in der Gastronomie gibt's die Opferwurst. Ja, und das ist die? Was macht die? Opferwurst. Ja, was macht die? Wenn du quasi einen ganzen Topf voller Würstel machst, dann schneidest du im Vorfeld eine auf, dass das Würstelwasser schon die Gewürze der Würste aufnimmt und den anderen nicht entzieht. Oh. Das war aber auch schon eine Begriff. In deiner Sendung einmal. Was gibt es Neues? Gibt es eine Ratesendung? Da war das die Frage. Da war sicher ein anderer Moderator. Nein. Ist ja wurscht. Das ist die Opferwurst. Oh ja, da war damals der Gerold, der gute Moderator. Habt ihr getauscht? Einmal, fass, dann war fass, das. Fass, dann los, fass, jetzt, ja, komm, aber, fass in die Das ist so geil, brauchst du uns eigentlich noch? Das ist ein Wahnsinn. Der unterhält sich mit seinem Hund.
Ja, sicher. Der Gary ist bitte. Wirklich da. Also, man hilft ihn nicht. Er ist wirklich da. Ja. Aber wir müssen dem Gary jetzt zuhören. Der war mittendrin. Ja. Nein, ja, ich super Wurst. Ist der Gerold wieder da? Opfer Wurst. Ja. Wurst. Ja. Ich weiß, keine Ahnung. Aber ich sage, vielleicht ist der Opferwurf ist etwas, was man opfert, dass es den anderen nachher besser geht. Zum Beispiel bei einer Ballonfahrt, wenn irgendwie der Auftrieb nachlässt, haut man am schwersten aus. Ja, dann darf ich da bleiben oder muss ich gehen? Nein, es ist, apropos Opfer, es ist die Kirchenopferung in Corona-Zeiten, oder? Wo man nicht, wo der Ministrant nicht mehr durchgehen darf, dadurch haut man einfach alles auf den Altar. Naja, Opferstock war das mir eingefallen, in der Kirche. Nur, ja, das ist schön, dass dir das einfällt, aber es geht um den Opferwurf. Ja. Jetzt ist die Frage, was ist alles ein Wurf? Wir haben jetzt beim Speerwerfen. Beim Speerwerfen, ja, dass man im besten in Speer praktisch. Das ist das Opfer, dass die anderen auch eine Chance haben. Oder den Linien, das ist quasi den Schiedsrichter, von der, ja, wenn der vom Speer getroffen wird, das ist dann ein Opferwurf. Das ein großartiger ist Speerwettbewerb, wir hatten ein Opfer. Ja. Die letzten Worte vom Turnlehrer, kennst du, oder? Alle Speere zu mir. Ich sage euch, was der Opferwurf ist, okay? Es geht tatsächlich um Sport, aber ihr wart's. Nein, beide. Keine Speere. Okay. Ein Kegelschein. Ja, natürlich, Kegelschein. Nein. Na, was, ne? Fußball. Na, auch nicht. Handball. Jetzt wird's lustig. Jetzt gehen wir alle Sportarten durch, meine Damen und Baseball. Herren. Baseball. Curling. Das kann ich später. Curling. Na gut, dann schauen wir mal, wie lange braucht die richtige Sportart. Seilspringen. Tischtennis. Basketball. American Football. Okay. Seilziehen. Es ist Judo. Ah, Judo. Judo. Ja, und so werden jene Würfe genannt, für die der Kämpfer seine feste Standposition aufgibt. Geben muss. Das heißt, er opfert sich in diesem Wurf selber, um den Gegner zu Fall zu bringen. Ah. Und das wird Opferwurf genannt. Ja? Alles klar? Noch alles Fragen? Klar. Ja. Ja? Nein. Bitte, du erinnerst mich dann in 5 Jahren, wenn wir dann irgendwas von Opfer... Irgendwas beim Opfer, wenn die Opferwurst kommt, sage ich, bei mir, oder? Samira Hochecker, 300 Euro Flügelgutschein. Danke vielmals. Hätte man wissen können eigentlich. Ja. Ja. Das ärgert mich. Bevor wir weiter fragen, es ist ja gerade in diesen Zeiten, wo die Kabarettbühnen geschlossen haben, fragt man sich ja, was macht sie eigentlich alles so hauptberuflich? Also und nebenberuflich oder nebenbei. Rudi, jetzt wo du da gerade so sitzt, ich habe gehört, du machst was. Ich habe einen neuen Podcast. Pension Schöller. Pension Schöller? Pension Schöller heißt er. Ich habe es nicht gewusst und ich wollte das wirklich noch fragen. Heißt der Pension? Nein, wirklich? Nein, Wahnsinn. Es ist so aufgelegt, aber ja. Ach so, ich dachte das. Interviewst du dich selbst oder hast du Gäste? Ich habe Gäste und ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Ist es eine offizielle Einladung? Ja, ist eine offizielle Einladung. Machen wir das dann per Zoom oder komme ich da direkt bei dir vorbei? Komm ich bei dir vorbei, wenn ich darf. Oh. Ich nehme hiermit, liebes Fernsehen, diese Einladung offiziell an. Wir freuen uns drauf. Schalten Sie ein, wenn es heißt Hallo Viktor bei Pension. Podcast ist ja so quasi ungefähr eine ähnliche Idee wie Sommertheater in Niederösterreich. Da gibt es ganz wenig. Ja, das ist schon. Was macht deinen Podcast speziell? Mein Gäste. Podcast ist der erste Comedy-Interview-Podcast in Österreich eigentlich. Ja. Der erste Comedy-Interview-Podcast? Ja. Okay. Es gibt ein Sendungsthema, Liebe dein Haustiertag, und es gibt eine Frage, die wieder mit einem Tier zu tun hat, und zwar mit der Tasman-Erddrossel. Wollt ihr sehen? Da ist die Tasman-Erddrossel. Wieso wieder, Der Judo-Kämpfer ist ja doch das Thema an sich. Nein, da war beim Wurf, ich bin mit Wurf und Hund eingestiegen, ist bei mir hängen geblieben. Du hast vollkommen recht, Judo Kämpfer ist kein Tier. Ja, außer du sagst, es ist ein schönes Vieh. Das hat die Sumo-Ringer. Aber du hast vollkommen recht. Ich weiß genau, und was ist die Frage? Ja, was weiß denn Herr Obergescheid? Der Herr Obergescheid? Was ist die Frage? Ich hätte Vogel. Warum ist die so besonders, die Frage. Naja. Und ich sage, die kann die wütenden Rufe des tasmanischen Teufels nachmachen. Und deswegen ist sie immer außer Gefahr. Ja. Also dieses Vogel macht dieses... Die machen ja furchtbare Geräusche, wenn sie da gerade Aas fressen oder irgendwie ein Tier schlagen. Eine ganz böse Raubtiere. Ja, und dadurch ist sie ungefährdet, weil sie diese Laute nachformen kann. Die ist auch ungefährdet, weil es wegfliegen kann. Entschuldige, tut es jetzt so, als wäre... Hallo, worüber... Ihr redet über... Wirklich, völlig sinnlos. Das war nicht die Frage, das...
Einfach, weil der Viktor reden will. Wir geben jetzt einmal die Antworten zuerst. Aber was ich du überlegst eine gute Frage. Wir geben Antwort, du überlegst eine gute Frage. Genau, die Frage fragst du. Das war der erste Vogel, was allein über den Atlantik. Okay, alles klar. Die Frage lautet, was macht die Tasman-Erddrossel, um einen Fressfeind irgendwie abzuhalten? Hab danke. Ich da eh gerade? Ja. Gut, ich weiß nicht. Wegfliegen. Ich glaube, ich stelle doch die Frage. Ja, klar, so, genau. Ich möchte nämlich wissen, warum schluckt die Tasman-Erddrossel ständig Luft? Damit sie diese Laute nachmacht. Ja, stimmt. Der tasmanische Teufel, das weiß man ja. Weil der macht so Rülpsgeräusche, der tasmanische Teufel. Ja. Und das, ja, aber schluckt wenn, man ja Luft aber, und dann kann man rülpsen. Nicht? Ja, genau. Und warum? Warum macht er das? Damit er die Fressfeinde abhält, hast du ja selber Moment. Gefragt. Damit er die Fressfeinde abhält. Die Fressfeinde lassen sich durch einen Rülpser ab. Ja, dann denken sich die, der hat schon gegessen, vielleicht ist einer von uns. Na, dann habe ich auch gegessen, da gehe ich besser wieder. Auf Wiedersehen. Aha. Nein, dass sie ihn anlockt. Pension Schöller, mach mal einen Beitrag über Evolution. Über Tiere. Sie lockt ihn an mit diesen Rülpsen. Wen? Den Fressfeind. Den tasmanischen Fressfeind. Ja. Der transsibirische Fressfeind. Nein, die lockt ihn an, ja. Weil die wie schaut der aus? Das ist ein ganz ein großes Tier mit einer Riesenschnauze und so schaut der aus. Im Vergleich zum Vogel schon. Ja. Der ist so groß, hat aber einen großen Kopf. Ja, ja. Richtig. Und dem putzen sie die Zähne. Und damit ernährt sie sich mit den Speiseresten aus seinem Maul. Ah, okay. Und der kommt sonst nicht und dann macht. Und dann alles glaubt er, er kommt nach Hause und dann bicken die rein und dann sind sie alle. Aber es geht ja um das Luftholen jetzt, oder? Ja, ja genau. Dass sie diese Rülpslaute machen. Aber dann braucht sie viel Luft. Ja, aber warum rülpst sie dann den tasmanischen Erdteufel? Damit kann sie diese Krümel in den Zahnzwischenräumen wegpusten. Das ist wie beim Zahnort. Das ist ja wie gesagt bei Mundhygiene. Ja. Das ist das, was die immer verwenden, ja. Tasmanische Erddrossel. Aber vielleicht hat die so einen Mundgeruch, dass das die Feinde abschreckt dadurch den Geruch. Also das sie gibt's, holt, das gibt's. Ja, natürlich, das gibt's. Bei sie holt Luft. Menschen gibt's das. Ja, sie holt Luft, rülpst und der Feind rennt weg. Ja. Gut. Das Schlimme an den FFP2-Masken ist ja das, dass man das dann selber so stark wahrnimmt. Ne? Für Raucher, sie leben. Ja, es ist wirklich unter der FFP2-Maske kurz aufstoßen, ein kleines Bäuerchen machen. Ist ein Bäuerchen. Ich nenne es privat Bäuerchen. Aber und das ist dann sehr unangenehm unter der FFP2. Da denkt man sich oft, wieso riecht es jetzt noch Schweinsbraten? der Rudi hat etwas so angedeutet und ist in eine Richtung marschiert, die mir gut gefällt. Du sagst Luft holen und rülpsen. Ja. Aber was ist, wenn ich sagen würde, die tasmanische Erddrossel hat einen sehr kurzen Dang? Dann furzt sie! Jawohl! Aber warum? Jawohl! Jetzt aber. Warum furzt sie dann? Weil das die Form ist, wie diese Erddrosseln miteinander kommunizieren. Die singen einander kein Lied, nein, die furzen einander ein Lied. Na, die fliegt schneller, wenn du. Ja, Starthilfe. Turbo-Booster. Das ist kein Schastrommel, das ist ein Schastrossel. Könnte man. Okay. Die tasmanische Schastrossel. Entschuldigung. Nein, das ist die Erddrossel. Sie schluckt Luft und so weit sind wir. Und dann furzt sie, weil sie einen kurzen Darm hat. Aber warum tut sie das? Sich in die Lüfte zu erheben. Weil das so anstrengend ist mit Hilfe der Flügel. Da braucht man mal am Anfang, jedes Vogel braucht ein bisschen ein Tempo und ein bisschen Auftrieb, damit es weiterfliegen kann. Ja. Und das macht dieses Vogel mit einem. Aber ist es nicht, wenn du einen kurzen Darm hast, darfst du nicht alles essen. Da ist mit der Verdauung ziemlich... Ah, ja. Ja. Ich glaube nicht, dass das Vogel irgendwie so laktoseintolerant ist. Oder man weiß es nicht. Aber na, Chips vertragt die ganz schlecht. Na, die was fressen die groß. Ja? Und wenn die nicht furzt, also durch die Luft, wird das porös und dann kann es besser... Meine Oma hat immer gesagt, wenn das Arschl brummt, ist das Herzl gesund. Genau. Na, der Darminhalt lockert sich dadurch. Wenn du trüffst und pfarrst, brauchst du keinen Arzt. Genau. Ja. Die tasmanische Erddrossel ist nicht dumm. Sie schluckt Luft, das ganz kurz, und dann presst sie es ganz schnell wieder hinauf. Und sie befreit die Nahrung Nein, es ist schon, ich sag's dir, komm, es ist wirklich großartig. Bitte. So. Warum ist sie am Boden? Weil das ist der Rückstoß. Damit kommt jetzt auch die Auflösung. Sie ernährt sich von Würmern. Ja? So, wie findet man die Würmer? Indem man Luft schluckt, furzt,
Das macht so ein Geräusch, dass die Würmer wirklich zusammenzucken unter der Erde. Und sie hat so ein feines Gehör und spürt, wo die Würmer sind. Nein. Sie furzt die Würmer in Angst und Schrecken, um sie dann fressen zu können. Nein. Ja. Wahnsinn. Hochintelligentes Tier. Das habe ich zum letzten Mal in der Umkleidekabine meiner Hobbyfußballmannschaft. Und wen hast du dann gefressen? Ich war das Opfer. Ach so, der Würmer. So ist es. Aber das ist doch eine großartige Geschichte, oder? Das ist der Traum. Applaus für unseren Oliver, bitte. Nein, für die, nein, nicht für mich. Für die Cornelia Augsdorfer. Nein, für die Cornelia Augsdorfer aus Wien. 300 Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Bravo. Super Frage. Schier unlösbar. Meine Damen und Herren, auch in Corona-Zeiten nach wie vor ohne Publikum. Also jetzt haben wir schon Mitte Februar, also jetzt ist irgendwie, können wir bald das Einjahresjubiläum unter Anführungszeichen feiern. Und wie gesagt, wir wünschen uns den Tag so schnell wie möglich herbei, wo wir Sie hier wieder im Studio begrüßen können. Und in der Zwischenzeit, ich sage immer begrüßen. Hier spricht der slowakische Rundfunk. Meine sehr verehrten Damen und Herren, freuen wir uns, wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen. Herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Begrüße unser Publikum. Hallo, hallo. Hier ist Radio Bratislava. Hallo. Wichtig ist, dass die Gemeinde festgefickt ist. Meine Damen und Herren, jetzt ist es nicht mehr lang hin und dann haben wir ein Jahresjubiläum. Nein, ist es nicht. Ein Jahr her, dass wir kein Publikum mehr haben. Und wir freuen uns auf den Tag, an dem wir Sie hier wieder im Studio begrüßen dürfen. Jetzt hast du es eh richtig gesagt. Jetzt hast du begrüßen gesagt. Wieso hast du die Slowaken nicht mitgenommen? Entschuldigung. Naja. Willkommen heißen. Ich weiß, mir hat es gut gefallen. Eigentlich fehlerfrei. So da. Aber bitte. Publikum ist keins mehr da. Ich glaube, wir haben es jetzt. Mach noch einmal den Applaus und dann so, okay, Achtung, seid ihr bereit? Und das sagt nichts. Wir machen das nochmal. So da. Gut, alles klar. Nein. Bis wir da reinkommen. Jetzt ist es schon 900 Euro, die Dame. Okay, nein, 300 Euro. Die wird reich. Es ist schon 900 Euro, es ist schon 1200 Euro. 900! Das ist gleich vier Stück. Warte, bitte. Komplett detailliert. Wie lustig ist das? Bitte hört so auf, ich habe das schon lange nicht mehr gehabt. Das heißt, aber ich kann es nicht beherrschen. Bitte. Der kennt jetzt die Thalia-Filiale auf der Aus, Ende. So da. Was willst du haben, Karin? Kommt der Applaus? Okay, bitteschön. Und den 300 Euro Büchergutschein geht an Cornelia Augsdorfer aus Wien. Bravo. Dankeschön. Wow. Ja, wie heißt die? Super. Cornelia Augsdorfer. Okay. Meine Damen und Herren, jetzt ist es ja, naja, es dauert noch ein paar Wochen und dann haben wir ein Jahresjubiläum. Der Tag, an dem wir uns von unserem Publikum verabschieden mussten und wir hoffen, dass es bald wieder soweit ist, dass Sie bei uns im Studio sein können. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Ihre Einsendungen, Fachbegriffe, kuriose Dinge der Woche. Die Adressen sind wie immer eingeblendet und wir besuchen Sie auch gerne mit der Kamera, Corona-gerecht, versteht sich. Und diese Woche waren wir bei der Clara und die hat die nächste Frage für uns. Guten Abend, ich bin die Clara. Und meine Frage ist, was ist ein Heringstelefon? Bitte schön, aber jetzt ist wieder ein Tier. Ein Heringstelefon. Ein Heringstelefon. Ja, Heringstelefon. Ja, das ist wie, das ist wie bei der Fastenzeit. Am Aschermittwoch gibt es immer den Heringschmaus. Ja. Ja, und wenn du zum Beispiel so Telefonfasten machst. Mhm. Ja, Telefonfasten? Gibt es ja. Das Handyfasten, du kannst in der Fastenzeit alles machen. So. Handyfasten. Verstehe, ja. Digital Detox. Und da gibt es praktisch nur einen Tag, wo es praktisch das Heringstelefon gibt. Da kannst du mal ordentlich telefonieren und dann ist es vorbei. Das ist Heringstelefon. Das ist aber eine ganz tolle Antwort. Wirklich, stimmt, die gefällt mir gut. Bravo. Da schau. Heringschmaus. Gestehe, da steckt was dahinter. Zum Herrufen. Das ist ein Telefon, Herring, wo du eigentlich nicht jetzt kommunizieren kannst, sondern du hebst an, drückst auf einen Knopf, irgendwo anders läutet, beim Dienstmädchen oder so, und die weiß, sie wird jetzt vom Ringen, vom englischen Ringen, genau. Herringen. Na, weil ein Hearing hat. Rufen die ihn an und sagen, der war Hearing. Ich habe früher zwar Earring gehabt, aber mir war das dann zu mühsam. Aber das ist der Klingelton.
Hering, Hering, Hering. Nein, das ist eher so, wenn der seinen Namen vergessen hat, aber es hat gerade noch geläutet zu Ring, Ring. Ja, hallo, hier, Herr, Herr Ring. Nein, das ist das Telefon von Görmann Hering. Das ist sehr schön. Görmann Hering fällt mir so. Aber es ist ein Telefon. Ja, natürlich. Ja, vielleicht ruft man damit die Heringe. Also es ist eine riesen... Na, sag mal weiter. Im Fischfang wird es verwendet. Ja. Ist eine Riesenglocke, die aufs Wasser gelegt wird. Eine Glocke, die aufs Wasser gelegt wird, ja. Oder durchs Wasser gezogen wird, die einen Ton ausstrahlt oder ein Geräusch macht, eine Frequenz erzeugt, die die Heringe anlockt und dann schwimmen die in die Netze und werden gefangen. Macht? Weißt du, wenn sie anrufen? Die Frau Ring. Ja, genau. Das ist aber Frau. Der Gott. Genau. Frau Ring, könnten Sie uns bitte Ihren Gatten vorbeischicken? Und das sagen Wilcho. Das war zum Beispiel der Schützhass. Kennst du das? Ja. Wenn wer Schützhass nur aufs Land, der sagt Schütz, sagt nein, bei uns scheint Song. Bist du deppert? Aber war das richtig? Das ist der Quotenhumor. Das ist der Quotenhumor. Aber waren die Antworten bislang richtig? Das war sehr gut. Bleiben wir mal beim Fischfang, ja? Ja. Vergiss die Glocke. Also das Telefon ruft jemanden. Man ruft die Heringe. Man ruft die Heringe. Ja, aber wie macht man das? Wie macht man das? Ein iPhone. Da ist ein App drauf. Es gibt eine App jetzt. Die klingt wie Heringe und lockt die anderen Heringe an. Also man tut das Telefon auf die Angel, versenkt es und dann macht es unter Wasser irgendein Geräusch. Der sexuelle Lockruf. Ja, die genau. Herrlich. Boah, herrlich. Nach Lockdown an Lockruf. Herrlich. Ja, für dich ist das schön. Für die Heringe. Ja, na, es ist leider falsch, aber fragen wir die Clara und die sagt uns genau, wie es funktioniert. Aber Gerrit, du bist nah dran. Danke. Bevor es das Echolot gab, mussten Fischer auf eine andere Art herausfinden, ob sich unter ihnen passende Fischschwärme befanden. Das haben sie mit Hilfe des Heringstelefons gemacht. Ein langer, dünner Draht mit einem Gewicht, das ins Meer geworfen wurde. Durch die Vibration des Drahtes haben Fischer herausfinden können, ob sich unter dem Schiff passende Fischschwärme befanden. Verstanden? Ja, alles klar. Dankeschön, Clara, übrigens, danke. Ja. Bravo. Ja. Also das ist das Heringstelefon. Ja. Super. Ja, du warst nah dran. Ja. Du darfst dein Goodie nehmen. Man hätte mir helfen können. Ja, genehmt euch ein Goodie, alle. Alle, wir dürfen ein Goodie nehmen. Juhu. Und wir kommen zum Ding der Woche. Ihr könnt schon mal die Handschuhe anziehen. Wenn man Oje. Das ist eine Neiche jetzt, oder? Ja, und sie werden von Woche zu Woche enger. Kleiner, ja. Ja, vielleicht ja. Werden deine Hände größer. In meinem Alter. Nimmer. Im Lockdown. So, da. Alter, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Jugend verarscht. Ach. So, pass auf. Jugend verarscht. Ich muss wieder die Spannung aufbauen. Ja. Achtung, seid ihr bereit? Es wird so spannend. Wir haben ein Ding der Woche. Das ist super. Pass auf. Das Ding der Woche. Gut, und jetzt Alexa. Haben wir... Oliver, wo ist eigentlich dein Hund? Ich hätte einen Knochen für ihn. Der Hund ist auf der anderen Schiene. Komm, hol dir den Knochen. Hol dir den Knochen. pass auf, wir haben jetzt seit ein paar Wochen, warst du die letzten Wochen da? Du warst da. Ja, es gibt Leute, die wollen mitraten. Die wollen das Insert nicht sehen. In aller Ruhe wollen sie das ja, sehen. Und deswegen ja, ja. Bitte jetzt... Schließe deine Augen. Okay. Jetzt, liebe Regie, das Insert wieder einblenden. Alles klar. Das ist das Ding. Und jetzt gehen wir das Insert weg. Und dann geht's weiter. Und öffne deine Augen. Sehr schön, sehr schön. Kennst du es noch gar nicht, Eva? Oh ja. Ach so, doch. Ich kenn das nicht. Hast du angerufen, dass du es nicht eingeblendet hast? Deswegen hat es die Augen zugemacht. So. Wer das ist? Ja. So, ich habe es desinfiziert. Man hat so ein Gefühl wie Mörder mit solchen Handschuhen. Kommt. Ja, das ist ja auch ein Mörder-Sendung. So. Ich habe den Schirm, jetzt bin ich angekommen, es wird immer enger hier. Wie macht ihr das? Es wird immer enger. Okay. Sag mal. Aber das schaut doch aus wie... Das ist Holz, das ist gedrechseltes Holz. Gedrechseltes? Naja, das ist in diese Form gebracht. Das sind Zwischenstände, ja... Ich glaube, man kann es nicht. Nein. Kann es nicht trennen voneinander? Definitiv nicht. Das ist ein Puzzlespiel für ganz einfach Gestrickte. Ich bin völlig uninspiriert. Das geht gar nicht auseinander. Komplett uninspiriert. Na, vielleicht ist es einfach nur Dekoration. Nach dem Motto Design vor Funktion oder Design ohne Funktion. Es ist einfach, es ist ja hübsch. Es hat eine Funktion. Es hat eine Funktion. Ja. Ui,
da habe ich jetzt ein Problem, weil... Und ich könnte da zum Beispiel könnte ich das sofort erklären. Wenn man da drauf drückt, dann leuchtet dieses Teil. Das ist zum Beispiel, das geht tadellos, das ist super. Das aber ohne dazu. Hund völlig unnötig. Ja. Ohne Hund? Ohne Hund. Ah, das ist für einen Hund. Na, komm, hol dir das Band. Na, hol dir das Band. Ja, da müssen wir noch ein paar Stunden müssen wir noch gehen zum Tierflüsterer, Hundeflüsterer. So, das ist für Menschen. Weil wir in einer Zeit wohnen, wo auch die Schere zwischen Arm und Reich sich immer weiter öffnet durch diese Pandemie. Und wo Leute dann eben wirklich, weil vorher da ist schon Alexa gefallen, wo Leute einfach den Wunsch hätten, dass sie zu irgendeinem Gegenstand irgendwas sagen. Ja. Und das ist halt dann, dass Alexa für die nicht so Privilegierten. Und da kann man halt dann, das hat man neben sich am Bett stehen und sagt, Alexa, spiel mir meinen Lieblingsmix. Da kommt dann nichts. Aber er fühlt sich einfach besser und es schaut irgendwie... schick aus. Und es gab auch einen Tischler oder einen holzverarbeitenden Betrieb, wo sie das herstellen konnten. Ja. Und die haben auch was zu tun gehabt. Und dann das ist richtig. Aber gab es vielleicht noch jemanden, der das anmalen durfte. Das ist vollkommen richtig. Es ist toll. Aber es gehört noch was dazu. Eben der Tischler, die sind alle beschäftigt. Und weißt du, wer noch beschäftigt ist dabei? Ja, der Haussklave, der dann wirklich das Radio einschaltet. Nein, ein arbeitsloser Bauchredner. Und der versteckt sich hinter dem Schrank. Und wenn du dann mit dieser Alexa sprichst... Der sagt dann... Geschissen, Alter. Ich hab keinen Strom. Oh, das sehen, hab keinen Strom. Da kannst du... Ja. Geschissen, Alter. Du kannst das wirklich. Gernot, großartig. Und kann jeder. Bitte, geschissen, Alter. Ja, komm. Aber du kannst es einmal, Rudi, red mit der Alexa und sie wird dir antworten. Mach einmal. Ja, okay. Alexa, rede mal wieder Viktor Gernot. Geschissen, Alter. Funktioniert das? Ist großartig. Ist das fantastisch? Das ist das Ding der Woche. Alexa, red einmal wie der Günther Leiner. Geschissen, Alter. Dass sich nichts bewegt. Nein, kann ich sagen. Wann bist du ein Bauchredner? Geht einen Satz ein. Es ist schon eine Billigversion. Du musst sie abnehmen. Frag einmal, ob sie noch reden kann wie Eva Marold. Frag einmal. Aber das wird voll schwierig jetzt, glaube ich. Ja, natürlich. Bitte. Alexa, red einmal wie Eva Marold. Geschissen, Alter. Das ist doch großartig. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe nichts gesehen. Ja. Alexa, sei einmal schnell ruhig. Das funktioniert. Das funktioniert. Ja, aber für einen zweiten Satz musst du sie updaten. Ja, stimmt. Dieser Holzwurmfänger. Ich gebe bei dir einen Tipp. Da sind wir in der Mitte. Nicht, das ist nichts Persönliches, sondern einfach, ich möchte nicht, dass es zu früh... Ich glaube, ich weiß, was es ist. Sonst ist es ein Aerosolfänger. Okay, gut. Na, es gibt ja... Ja, damit man nicht in die Armbeuge nisst, sondern auf das Teil tut. Und das geht dann wie ein Schokoladenbrunnen. Ja. Lieb eigentlich, ne? Ja. War auch sehr gut. Das ist eine Zirbenpyramide, die reinigt deine Wohnung vor schlechten Schwingungen. Aber Zirbenholz schaut anders aus. Das lackiert ist Zirbenholz. Und ich habe schon geglaubt, das stimmt. Ja. Gut. Dann schauen wir mal, was der Gerrit dazu zu sagen hat. Okay? Ja, ich möchte mich gerne angreifen. Viel Schönes dabei. Danke, Rudi Schöller. Bravo, Rudi. Vielleicht lädst du dir diese Alexa mal in deinen Podcast ein. Gerrit, kannst du die Alexa fragen, dass er mal so spricht wie der Rudi Schöller? Hallo, Alexa. Kannst du sprechen wie Rudi Schöller? Ja, hallo, Gerrit. Wieso kannst du? Das ist faszinierend. Falscher Satz. Und es hat sich wieder nichts bewegt. Weil du falsch fragst. Sprich wie Rudi Schöller. Was habt ihr gesagt? Gescheißen, Alter. Gott sei Dank bist du kein Schauspieler. Das sind die Horrorkollegen. Was sag ich? Welches Stück? Keine Haben Sie mir nichts zu sagen? Das ist eine Drechselübung. Eine Drecksau-Übung? Eine Drechselübung? Ja. Du lebst schon so lange alleine. Das Nein, das... Eine Drechselübung. Also entweder ist es ein Besteckhalter. Ein Besteckhalter? Ja, dass man vielleicht da die Gabeln so reinsteckt. Okay. Ja, könnt ihr mir vorstellen. Ja. Oder es ist sowas auf Ständen, wo man so Lebensmittel kaufen kann, so Leckereien. Ständen, also du meinst am Weihnachtsmarkt. Wenn wir Weihnachtsmärkte sind. Ja, ja. Da habe ich gekauft, da geben die so einen Teig rüber und der ist dann so süß mit Nuss und so. Und das war auch so zylinderartig, das war so eingespannt, hat sich ständig gedreht. Ja. Könnt ihr euch erinnern, Dezember 2020, Weihnachtsmärkte, da war das gemütlich. War das schön, ja. Man konnte durchgehen, ohne dass der Zuckerwatte aufs Gewand biegt. Aber ansonsten ist es eine Vogeltränke. Okay.
für... Gut. Da war lustigerweise etwas dabei, was wirklich in die richtige Richtung geht. Schon wieder. Ja, hör auf. Ja, der Gary ist, der hat der Gary auch, ist ein Wahnsinn. Der Gary hat ja, aber dann auch, hilft man mir nicht weiter. Na, pass auf, dann gehen wir es weiter. Na, Eva hat nicht gesagt, sie weiß es. Und jetzt höre ich mir an, was mir sie dann weiß oder nicht weiß. Gary, und dann vielleicht geht da Licht auf. Ah, jetzt sehe ich, ein Licht geht mir auf. Leider sehe ich es nur. Eva, sag, du hast gesagt, du weißt es. Oder war das so ein Uli Beinbold-Plagiat? Na. Okay, gut. Die Uli weiß ja wirklich immer. Ja. Na, ich dachte... Mhm. Warum denkst du nicht mehr? Dass das für Socken ist. Manchmal kauft man sich ja Socken. Ja. Da schneidet oben der Gummi ein, weil es noch so eng sind, weil es frisch sind, weil es noch nicht aus... Ich habe nie einen Socken gekauft, der mich oben einschneidet. Ich schon, ich kenne das. Ich habe aber sehr stark gewartet. Und dann, wenn du die ansiehst, dann so... Entschuldigung. Ich finde es lustig, wirklich. Ziehst du den Socken da drüber, damit sich oben der Gummi ausdehnen ja kann? Oder für natürlich ganz kleine Hauben, die man ziehen kann. Ja. Es stimmt ja nicht, ne? Na, leider. Also ich, jetzt er hat ich schon halt, was, fast was richtig. Ja, 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 er hat also die Funktion gut erkannt und ich gebe euch jetzt wirklich einen Tipp. Der Einzige, der es momentan hier im... Ah, Besteck, Besteck. Der Einzige, der es hier im Studio verwenden kann, so wie es gehört, bin ich. Brillenträger. Kaffeeheferl. Er hat auch Brille. Kaffeelöffel. Nein, der hat so mit der... Nein. Kaffeelöffelhalter. Hat nichts mit der Brille zu tun. Kaffee. Kaffeelöffelhalter. Ist ein Kaffeelöffel. Bin ich ein Kaffeelöffel? Wieso, aber wir trinken auch Kaffee. Na. Darf ich mal, darf sie haben? Oder ist ja, das ja, ja, ja. Ja, aber hast du auch... Da kann man Kabel hineinlegen. Günther. Hast wieso du ist der Einzige, der Oliver mit der es jetzt hier sofort verwenden kann. Und ich habe nichts mehr da. Alles, was ich bei mir habe, Handschuhe, Sakko, Uhr. Du kannst eine Kappe drauflegen. Die Uhr. Die Uhr hast du, das ist ja Uhrenhalter. Es ist ein Uhrenhalter. Wirklich? Nein, aber du hast doch auch eine Uhr, oder? Ja, bei Ohr habe ich keine Uhr. Okay. Du angreifen darfst, das kommt. Okay. Greif's einmal an. Und oben für Ringe. Du bist kein Uhrenhalter, oder was? Naja, hast du eine Uhr? Ich hab keine Uhr. Na eben, die anderen haben aber alle eine Uhr. Nein. Heute nicht. Achso, Eva hat eine Uhr. Eva hat eine Uhr. Ach, jetzt ist weg. Das tun wir da so Eva auf, hatte eine praktisch. Uhr. Mhm. Und wenn der nicht zu eng ist, dann schiebst du da so das tageweise. Oh. Ist das? So. Ja, super. Da das ist nicht nur schön, das ist auch praktisch. Da kannst du sagen, wo ist meine Uhr? Gib die Uhr runter, gib sie der Eva zurück. Nicht nur schön, sondern auch unnötig. Nein, also ja, ehrlich gesagt, unnötig. Manchmal bin ich wirklich traurig, dass es nicht das ist, was ihr als Antwort gebt. Also diese analoge Alexa hat mir eigentlich am besten gefallen. Wirklich so. Alexa, sprich einmal wie das Rateteam. Hat sich nichts bewegt. Nichts, Wahnsinn. Fantastisch. Ich glaube, der Tricky-Nicky nimmt dir auf. Nach 16 Jahren, das kann man einfach so machen mit euch. Großartig. Nein, warum ich das verwenden kann, ist, weil es... Es ist ein Zettelturm. Gehör auf. Mir gefällt das ausgezeichnet. Also darum war ich mit dem Besteck nicht weit. Ja. Richtig, weil du warst der Einzige, der was reinstecken wollte. Das ist ja noch unnötiger. Aber ehrlich gesagt, du wirst jetzt auch nicht, dass wir irgendwas drauf sagen, oder? Ich meine, wieso? Ist ja, nein, ich sage jetzt. Was habt ihr schon wieder gegen mein Ding der Woche? Naja, das ist Das genial. Ist wirklich ein Zettel, oder verarscht. Aber was für Zettel? Entschuldigung, was für Zettel? Das ist für Poeten, das ist für wahre Dichter, für Moderatoren, ihre Gedanken auf Zetteln niederschreiben und sagen, oh, das wird mein nächster Roman und ich möchte das präsent da auf diesem wunderschönen gedrechselten Teil drauf haben. Ist das öfter als einmal verkauft worden irgendwo? Ja, einmal sicher. Und zwar an die Gerlinde Schödel aus Brunn am Gebirge. Und die hat damit jetzt einen 300-Euro Büchergutschein verdient. Bravo. Danke vielmals. Ich klatsche so komisch. Wir kommen zu unserer Rubrik Austrias Next Top Cabaret Promi. Sehr oder schön. Wie wir das nennen. Wir haben ja in den letzten Wochen also quasi der Kabarettbranche dadurch, es mangelt ja an Auftrittsmöglichkeiten im Großen und Ganzen. Kann man sagen, oder? Ja. Und jetzt wollen wir also so Leuten aus der Kabarettbranche hier als Promi-Fragesteller, als Promi von morgen, eine Möglichkeit bieten. Die Lisa Schmidt ist heute dran. Die hat auch ihr erstes Soloprogramm herausgebracht. Da geht es um so lustige Themen wie Tod, Vergänglichkeit und der schöne Laich. Also etwas, wo ich wirklich herzerfrischend lachen kann. Wirklich, ich schon also als Schwarzer. Die hat einen schwarzen Humor. Mhm, genau. Der Titel ist Ehrengrab und sie hat jetzt die Promi-Frage für uns. Mein Name ist Lisa Schmid und ich bin eine Beerdigungscrasherin. Na Spaß, ich bin keine Beerdigungscrasherin. Meine Oma war eine Beerdigungscrasherin.
Aber jetzt nicht mehr, sie ist schon weit über 80. Meine Oma nutzt Beerdigungen jetzt eigentlich nur mehr, um Singles kennenzulernen. Sie sagt immer, wenn du einen Mann kennenlernen willst, der garantiert ein Single ist, dann geh zur Beerdigung von seiner Frau. Apropos Beerdigung, warum vergraben norwegische Bauern und Bäuerinnen ihre Unterhosen auf ihren Feldern? Warum? Ja, ihr habt es eh gehört. Ja. Es adelt. Norwegisch. Man sagt, es adelt. Es adelt, mhm. Nicht? Ja. Und ob da jetzt dieser Phosphor oder was da jetzt das förderlich ist für das Wachstum der Pflanzen, ob das jetzt aus einem Kuhdung, Schweinedung oder Menschendung kommt, ist ja brutto veneto eigentlich wurscht. Deswegen, die tragen das ja gegen da, wo man die Unterwäsche, also die kriegen immer zu Weihnachten, kriegen sie ein neues Set, da steht drauf Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni. Und so, die haben 12 Unterhosen im Jahr und immer so am 29., 30. und 31. wird die abgelegt und dann ins Erdreich eingearbeitet und nächstes Jahr, die Kartoffeln haben Knollen, sowas hat man noch nicht der gesehen. Unterhosengott. Genau. Ja. Aber was, nur mal, die werden ins Grab mit eingegraben. Ja, ja. Die Unterhosen. Nein. Warum vergraben norwegische Bauern und Bäuerinnen ihre Unterhosen auf ihren Feldern? Auf Feldern. Der Victor hat gemeint, die haben also quasi für 12 Monate. Ja, Düngen. Genau, richtig. Düngen. Aber das glaub, mit den 12 Unterhosen gefällt mir. Ich bin ein Norweger. Ich glaube, das ist Aberglaube. Du hast 12 Unterhosen? Ja, sicher. Geht's ja aus. Wie viel hast Februar, du? Mehr. Naja, für jedes Monat eine. Aberglaube ist in Schweden. Aberglaube. So Provinzhauptstadt, gell? Nein, es gibt ja das, kennt ihr das, dass man... Aberglaube ist die Hauptstadt von Schweden. Aberglaube ist die Hauptstadt von... Aberglaube! Es gibt das, dass man vom 31. Dezember auf den 1. Jänner darf man keine rote Unterwäsche oder Unterhosen anziehen, weil das bringt Glück. So, du sollst kein Kraut essen. Das habe ich, was? Du sollst kein Kraut essen. Ja, und nicht mehr als 4 Personen aus 3 Haushalten. Ja. Ja. Und kein Wäsch zum Trickanhänger haben. Genau. Mit dem Babyelefanten. Wir sind jetzt von der eigentlichen Frage sehr, sehr weit abgekommen. Ja, Aberglaube. Vielleicht ist es wirklich ein Aberglaube. Das vielleicht gibt es eine alte Sage, dass da dann neue Unterhosen nachwachsen. Okay. Das ist vom Balmerser Feld. Balmerser Feld. Baumwollplantage. Genau. Baumwollplantage. In Norwegen. Ja. Norwegische Baumwolle. Naja, mit dem Klimawandel, ich glaube, das geht sich bald aus. Nein, das ist eine Widmungsfrage der Felder. Ja. In Unterhösenbüm. Unterhösenbüm. Das Schwedisch hier. Unterhösenbüm. Unterhösenbüm. In Schweden vergraben sie ja Imbusschlüsseln, glaube ich. Ja, genau. Oder vielleicht ist es dort zu kalt, dass man eben mit den Hunden immer so hol das Stockerl spielt. Darum vergrabt man die Unterhose sehr gut und der Hund braucht sehr lange dafür. Und das holt das Hosel dann quasi. Ja, genau. Ja, aber da kannst du doch auch wirklich, warum nimmst du das Unterhosel? Na, der geht oft fremd, der Bauer. Die gehen immer fremd und die Frau merkt es nur, wenn er heimkommt und merkt, dass er dazwischen nicht zu Hause war, weil er immer dieselbe Unterhosen hat. Ja, genau, dann sagt, Feld, genau. Nimmt sie die andere Unterhosen und sie sagt, der war ja daheim. Der war im Feld. Genau. Na gut, das oder der Bauer hat einfach zu viel Unterhosen, dass er es vergraben muss. Ja. Aber nur Unterhosen, kann ich BHs oder kann ich der Bauer. Socken. Der Bauer. Der Bauer. Die Bäuerin ja vielleicht. BHs auch haben. Ach so. Hast du einen? Tragst du? Nein, ich habe keinen, aber ja. Kommt theoretisch. Aber nur eine pro Feld. Ja, vielleicht, das weiß ich nicht. Das haben ach sie nicht so. Sie auf den Feldern. Ja, ich glaube, das für ein Feld, eine Hose für Feld reicht, sage ich mal, ganz forsch. Das ist eine Unterhose von Lagerfeld. Wer seine Unterhose vergräbt, hat die Kontrolle über seine Farm verloren. Aber ich glaube, nach Lisa Schmidt. Nach einem strengen Winter ist die höchstberös. Wollte ich mal sagen. Ja, wunderbar. Und damit übergebe ich an die Lisa Schmidt und die sagt uns jetzt, was es mit der Unterhosenbestattung unter Anführungszeichen in Norwegen auf sich hat. Diese Untergartenbestattung dient der Überprüfung der Qualität des Ackerbodens. Je schneller die Unterhose verrottet, desto gesünder und fruchtbarer die Erde. Laut Angaben von Bauern ist dieser Test aufschlussreicher und zuverlässiger als jede andere Untersuchungsmethode. Inzwischen gibt es in Norwegen sogar einen Wettbewerb,
Sieger ist, wer die am schönsten verrottete Unterhose exhumiert. Dankeschön, Lisa Schmidt. Entschuldigung, ja, ich habe gesagt, nach einem strengen Winter ist die höchst porös. Das ist die Auflösung dieser Frage gewesen. Ja, aber das war ja nicht deine Intention. Du hast ja einfach nur einen Blödsinn. Nein, eben nicht. Aber das muss ein Baumwollfeinripp sein. Wenn es Sei bitte ein Beispiel. Erst gutes Beispiel voran. Zum Beispiel jetzt für unsere Regierung, unsere Politiker, die alle sich sehr schwer tun, einen Fehler einzugestehen, wenn sie einmal einen gemacht haben. Du hast einen Fehler begangen, bitte stell das jetzt richtig. Bitte, mein lieber Freund. Wieso ist ja kein Fehler? Schick mir meinen Hund. Wie spricht das Rateteam? Okay, ich nehme ein Goodie. Nimm dir bitte ein Goodie. Ihr wart hervorragend, ihr wart großartig und der Viktor Gernot hat die letzte Frage aufgelöst. Ich habe einen Fehler gemacht. Bravo! Uiuiuiui. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder nächsten Freitag bei Was gibt es Neues? Allgemeine Goodie-Runde. Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende. So. Bitte, du, das heißt Publikum verteilen.